Willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Luisa und an meiner Seite ist mein bezaubernder Mann, Nara. Hey Leute. Wir kennen uns jetzt schon über 7 Jahre und heute werden wir euch erzählen, wie wir uns damals kennengelernt haben. Bevor ich anfange, die Geschichte zu erzählen, möchte ich noch eine Sache loswerden. Wie wir uns damals kennengelernt haben, ist schon verrückt genug. Was die letzten 7 Jahre los war, kannst du eigentlich keinem Menschen erzählen. Darauf gehe ich aber später ein. Jetzt erzähle ich euch erstmal, wie es damals mit uns angefangen hat. Los geht's. Also Leute, ich war 13 Jahre alt und damals auf dem Weg nach Hause gewesen. Ich weiß das noch so krass. Ich habe damals mit meiner Cousine übernachtet und mein bester Freund hatte mich angerufen gehabt. Er hat mir erzählt, dass alle ins Freibad gehen und wir waren damals so eine Gruppe von 5 Leuten. Jedenfalls bin ich losgegangen, um meine Tasche zu holen und bin in die U-Bahn gestiegen. Kennt ihr das? Ihr müsst ganz hinten aussteigen und seid ganz vorne eingestiegen. Ich bin dann von Station zu Station, von Waggon zu Waggon gelaufen, bis ich im letzten Waggon angekommen bin. Und dann habe ich Nara gesehen. Oh mein Gott! Wow! Und ich habe mich direkt verliebt. Hast du mich eigentlich gesehen? Nein. Bruh. Ich bin aus der U-Bahn gestiegen und habe meiner Mama von Nara erzählt. Meine Tasche gepackt, ins Freibad gefahren. Wir waren alle am Chillen und so nach ein paar Stunden Schock meines Lebens. Nara läuft einfach in diesem Freibad rum. Mein bester Freund sagt ihm Hallo. Küssen sich links, rechts, umarmen sich, als wären das Brüder. Und dann kam er zurück und ich war voll am Ausrasten und haben mir erzählt, dass der Junge aus der U-Bahn ist und so. Und dann, Leute, zweiter Schock. Das war sein Bruder. Kurz Schock natürlich, aber dann direkt losgelabert. Wie heißt er? Wie alt ist er? Seit wann hast du einen großen Bruder? Leute, wirklich, Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Leute, ungelogen, fast das ganze Schwimmbad kannte ihn. Er war der Checker vom Freibad Pankow. Jeder hat ihm Hallo gesagt, links, rechts, check, meck. Er hat seine Runden gedreht, ist nicht ins Wasser gegangen. Nicht jeder überfällt mich. Wollte doch. Hat seine Runden gedreht, hat sich nur gesonnt, braun gebrannt. Boah, man denkt, du redest von Elvis Presley, ja? Braun gebrannt, grüne Augen, braune Locken. Grüne Augen, braune Locken. Jedenfalls fand ich ihn so toll und dadurch, dass er der Bruder von meinem besten Freund war, konnten wir gemeinsam chillen. I am the one, the one your son don't need. Irgendwann war Badeschluss, wir haben uns verabschiedet alle. Ich hatte Naras Nummer nicht, Nara hatte auch meine Nummer nicht, deswegen... Ich habe auch mich ehrlich gesagt nicht getraut zu fragen. Ich glaube, du auch nicht. Nein, du warst für mich... Klein? Klein, ja. ja, deshalb dachte ich zu diesem Zeitpunkt, dass wir keinen Kontakt haben werden. Ja, Leute, und dann ging meine Arbeit los. ich hatte eine Idee. Ich wollte an sie rankommen, aber ich wollte nicht, dass die Leute denken, ja, sie ist 3 Jahre jünger, was redet er mit ihr? Damals war ja so, ich war 16, sie ist 13 gewesen. Auch wenn sie älter aussah, vom Alter her geht das eigentlich nicht. Heute ist das ja anders. Heute bin ich 23, sie 20. Das sieht nicht mehr so schlimm aus. Auf jeden Fall hatte ich eine Idee, war mit meinem Bruder unterwegs und seinem Kumpel und habe ihm gesagt, lass mal Klingelstreiche machen. Lass mit meinem Handy anrufen, wir rufen die Leute anonym an. Ich habe ihn gefragt, hast du noch die eine Nummer von diesem Mädchen aus dem Freibad? Sind mir die gegeben. Ihr habt dann ihre Nummer genommen, habt das auch durchgezogen, habt sie angerufen und so getan, als wäre es ein Klingelstreich. Hab Hallo gesagt und sie direkt, Nasa. Hab direkt aufgelegt. Ich dachte, du Scheiße, Alter. Boah, weißt du, wie meine Stimme klingt? Also natürlich, sie hat mir zugehört, aber wir haben nicht geredet. Und nur vom Hallo sagen, meine Stimme erkennen, ist auch schon eine Hexe, ja. Man muss ehrlich sagen, Hexe, ja? Und dann war auch Abbruch. Keine Klingelstreiche mehr. Da habe ich so ein paar Tage vergehen lassen. Ja, Leute, ich habe ihr dann bei WhatsApp geschrieben, ganz normal. Ich glaube, sie war in Polen zu der Zeit. Hm. Was hast du eigentlich gemacht, als ich dir geschrieben habe? Ich wusste am Anfang nicht, wer du bist. Ich habe einfach nur geschrieben, wo du mir geschrieben hast. Bist du das auf deinem Profilbild? Wer bist du? Fragezeichen. Und dann? Als ich geschrieben, wo ich erfahren habe, dass du bist, bin ich ausgerastet. Wir haben ein paar Tage geschrieben und als ich in Berlin war, haben wir uns direkt getroffen. Ja. Ich habe dich eine Stunde warten lassen. Eine Stunde hast du mich warten lassen. Leute, eine Stunde.
Ich stand da unten vor ihrer Haustür, war so sauer, ich dachte, wenn die jetzt runterkommt, ich nehme die auseinander. Ich werde ihr sagen, guck mal so, nicht mit mir und sonst was. Und dann kam sie runter, wie ein Engel, ja. Alles vergessen. Ich konnte ihr nicht mehr sauer sein. Da sind wir so spazieren gegangen, voll kitschig. Ihr wisst doch, so erstes Treffen. Alles so Bollywood-mäßig. Nach dem zweiten Treffen sind wir zusammengekommen. Warte doch! Dann war ich halt so mit ihr. Da sind wir rumspaziert. Wir sind so am Wasser lang gelaufen. Übertrieben kitschig. Und ja, wir waren Kinder. Ja, ich habe sie halt gefragt, nach dem zweiten Tag, ob sie mit mir zusammen sein will. Sie hat natürlich ja gesagt. Ja, das hätte ich auch anderes sagen können. Ja, du hättest trotzdem nein sagen können. Obwohl ich schon wusste, dass sie ja sagen würde. 100%. Was zum Hell? Dann haben wir uns 14 Tage lang jeden Tag gesehen. Wir haben uns sogar am Tag zweimal getroffen. Immer frühs und abends. Ja. Und dann ist meine Welt zusammengebrochen. Ja, ich habe ihr damals nicht gesagt, dass ich nicht in Berlin wohne. Also sie wusste, dass ich Fußballer bin, aber sie wusste nicht, dass ich in einem Internat lebe, außerhalb von Berlin. Und ich hatte zu dem Zeitraum Sommerpause. Und ja, dann kam der Tag und ich musste zurück. Und Leute, ich weiß noch, ich war pleite. Ich war minus, ja, ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich war so nix, ich hatte nix. Und dann habe ich ihr einfach ein T-Shirt geschenkt. Ich hatte noch so ein Nike-T-Shirt und ich mochte das. Ja. Auch wenn es für sie vielleicht nicht so viel wert war. Oder für andere. Für mich war das T-Shirt teuer. Dann habe ich ihr ein T-Shirt geschenkt. Und jetzt, 7 Jahre später, obwohl wir die letzten 7 Jahre oft getrennt waren und oft Krieg hatten, habe ich ihre Eltern besucht. Ich komme rein, grüße Schwiegermama, gib ihr einen Kuss, sag Hallo. Ich sehe Schwiegerpapa, hat einfach mein T-Shirt an. Du hast mich hier einfach liegen lassen, hier, Selami, wie ein Crack-Junkie. Ich habe schon mal ein T-Shirt. Und dann, ja, wir waren halt jung, ne? Wir waren jung, Fernbeziehung war schwer. Wir sind damals auch im Guten auseinandergegangen. Und immer wenn wir mal wieder Kontakt hatten, waren wir auch gut zueinander. So. Es war nicht schwer, den Kontakt wieder aufzubauen, weil wir hatten nie Krieg. Auch bis heute unsere Beziehung. Ich muss sagen, wir streiten uns eigentlich gar nicht an. Wirklich, Leute, wenn wir was machen wir? Diskutieren. Wir reden so. Wir gegen das Problem. Wir sind ein Team. Das sind deine Worte. Und Leute, auch wenn wir kurz vorm Streiten sind, sagt er mir immer, dass er mich liebt und dass er nicht mit mir streiten will. Ja, Mann, warum sollst du mit jemandem streiten, den du liebst? So, manchmal merke ich so, Streit ist in der Luft. Ihr wisst doch, wenn Frauen so ein bisschen ihre 5 Minuten haben. Dann sag ich dir, heute kannst du dich mit dem streiten. Aber ich nicht bin mit dabei, dir. Aber nicht mit mir. Ich liebe dich. Lass mich in Frieden leben, bitte. Yo, das war eigentlich die Story. Das war eigentlich die Story. Und dann sind wir halt auseinandergegangen. Das ist aber wieder eine andere Story. Ja. Dann kamen die 7 Jahre, ne? Ja, dann kamen die 7 Jahre. Chaos, Pubertät, Stress, Trennung. Wir waren ja nicht 7 Jahre lang zusammen. Ja, wir waren nicht 7 Jahre durchgängig zusammen. Wir kennen uns nur 7 Jahre. So, hätte ich mir das aussuchen können, wäre ich natürlich mit dir 7 Jahre zusammen geblieben. Ja. Ist schon schade. Wenn du mich heute fragst, sage ich dir, ich wäre lieber mit dir zusammen geblieben. Das war auch meine Schuld damals, muss ich wirklich auf meine Kappe nehmen. Aber ist, wie es ist. Und es ist schön, dass man jetzt hier sitzen kann und sagen kann, man liebt sich, man geht einen Weg zusammen. Ja. Aber anderes Thema. Jeder macht seine Erfahrung. Letztendlich hat das alles, was passiert ist, dazu geführt, dass wir heute die sind, die wir sind. Und ja, so wie wir sind, lieben wir uns. Ja, oder? Ja. Habe ich doch richtig gesagt, oder? Das habe ich gesagt. Ja. Ich würde dann sagen, das war's dann auch. Ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich hoffe, dass mein erstes Video euch gefallen hat. Seid nicht so streng mit mir. Ey, seid nicht so streng mit dir. Das ist mein erstes Video. Mann, seid nicht so streng mit dir. Seid nicht so streng mit dir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked dieses Video, abonniert diesen Kanal und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye!